Der Porree oder Lauch gehört zur Familie der Amaryllidaceae, vormals Zwiebelgewächse, und der Art Allium ampelobrasum und ist eine zweijährige Pflanze. Er wird kultiviert wegen seines langen weißen Schaftes, den er im ersten Jahr bildet. Es gibt zahlreiche Lauchsorten. Mit grünen, blauen oder auch violetten Blättern. Bestimmte Sorten gelten als Frühkulturen, andere als Spätkulturen. Einige Sorten verkraften strengen Frost, andere kommen schlecht durch den Winter. Bestäubung. Der Blütenstand des Porree ist eine Dolde, bestehend aus kleinen, zweigeschlechtlichen Blüten. Jede Blüte für sich ist unfruchtbar. Sie braucht Insekten für die Befruchtung und ist ein strenger Fremdbefruchter. Porree wird daher als allogam bezeichnet. Durch Insekten kommt es zu Verkreuzungen sowohl mit anderen Porree-Sorten als auch mit wildem Lauch. Andererseits kann Porree weder mit der Zwiebel noch dem Schnittlauch oder der östlichen Winterheckenzwiebel verkreuzen. Um Verkreuzungen zu vermeiden, sollten zwei Porree-Sorten mindestens einen Kilometer voneinander entfernt gepflanzt werden. Diese Entfernung kann auf 400 Meter verkürzt werden, wenn eine natürliche Barriere, zum Beispiel eine Hecke, da ist. Beim Samenbau zweier Sorten im gleichen Garten deckt man die Kultur mit einem Moskitonetz ab und stellt einen Kasten mit Bestäuberinsekten hinein. Oder man verwendet abwechselnd ein Moskitonetz, sodass die jeweils nicht abgedeckte Sorte von freifliegenden Insekten bestäubt werden kann. Diese Techniken werden im Abschnitt Mechanische Isolation unter dem Kapitel ABC des Samenbaus genauer vorgestellt. Samenbau des Porees. Der für die Samenproduktion bestimmte Porree wird im ersten Jahr genauso kultiviert wie der für den Verzehr bestimmte Porree. Samen wird er im zweiten Jahr seines Zyklus produzieren. Porree-Pflanzen, die im ersten Jahr Blüten bilden, werden entfernt. Pflanzen, die aus solchen Samen entstehen, haben in den folgenden Jahren die Neigung zu vorzeitiger Blüte. Es gibt verschiedene Methoden, um Porree-Pflanzen, die für Samenproduktion bestimmt sind, durch den Winter zu bringen. In Regionen mit hartem Winter zieht man sie vor dem großen Frost heraus.
In allen Fällen sollten die für Samenproduktion bestimmten Pflanzen entsprechend der Ausbildung ihrer sortentypischen Eigenschaften ausgesucht werden, das heißt Frühreife, Größe und Dicke des Schaftes, Farbe des Blattwerks, Widerstandsfähigkeit gegen Kälte und Krankheiten. Wir empfehlen, 30 Pflanzen zu bewahren, da nicht alle den Winter gut überstehen. Dann pflanzt man sie in einen Kübel an einem kühlen, aber frostfreien Ort. Etwa 20 Samenträger sind nötig, um eine ausreichende genetische Vielfalt aufrechtzuerhalten. Sogenannte Sommersorten können den Winter so gut überstehen. Die einfachste Methode ist natürlich, sie in einer geschützten Ecke des Gartens im Boden zu lassen, wenn das Klima es erlaubt. Im folgenden Frühjahr werden sie wieder eingepflanzt. Ein Beschneiden des Blattwerks wird das erneute Anwachsen erleichtern. Alsbald wird ein Blütenstiel wachsen, der zum Ende des Frühlings 1,50 Meter oder länger wird. Die Pflanzen müssen abgestützt werden, um ein Umknicken zu verhindern. Die einzelnen Blüten der Dolde des Porree blühen innerhalb von 4 Wochen auf. Die gesamte Dauer vom Blühen der Dolden bis zur Reife der Samen ist also sehr lang. Die Samen sind reif, sobald die Kapseln, die sich aus den Blüten bilden, austrocknen und durch ihr Öffnen schwarzfarbige Samen freigeben. Zum Einsammeln der Samen schneidet man die Dolden mit einem Teil ihres Stiels. Man lässt sie an einem gut belüfteten und warmen Ort in einem Stoffsack nachreifen und austrocknen. In kalten und feuchten Regionen kann die Pflanze vor der Samenreife geerntet werden, um das Ausfallen der Samen durch Wind und Regen zu verhindern. Die Pflanzen können so im Trockenen nachreifen. Herauslösen, sortieren, aufbewahren. Das Herauslösen, Sortieren und die Lagerung der Lauchsamen ist gleich wie bei den Zwiebeln. Für das Dreschen werden die Dolden zwischen den Händen gerieben und mit einem Nudelholz zerquetscht. Um
Um noch festsitzende Samen herauszuholen, kann man die Kapseln für einige Stunden in eine Tiefkühltruhe legen. Die Samen sollten danach leichter zu gewinnen sein. Für das Aussortieren verwendet man ein feines Sieb, das die Samen zurückhält und den Staub durchlässt. Danach werden die Samen geschwenkt, um kleine und leichte Abfallrückstände auszusondern. Dazu können die Samen dem Wind ausgesetzt werden, kann man sie anpusten oder mit einem kleinen Ventilator befächeln. Anschließend werden die Samen in kaltes Wasser geschüttet und umgerührt. Die schweren, weil befruchteten Samen fallen auf den Grund des Behälters. Die leeren, unfruchtbaren Samen und die restlichen Abfälle werden abgeschöpft. Danach werden die guten Samen getrocknet. Getrocknet rieseln sie wie Sand. Es sollte immer ein Etikett mit dem Namen der Sorte und der Art, wie auch dem Erntejahr, in die Samentüte gelegt werden, weil die Schrift direkt auf der Tüte oft verwischt. Einige Tage in der Tiefkühltruhe eliminieren bestimmte Larven und Parasiten. Die Poree-Samen sind meist nur 2 Jahre lang keimfähig, manchmal bis zu 6 Jahren. Das Einlagern dieser leicht verderblichen Samen in der Tiefkühltruhe verlängert die Dauer der Keimfähigkeit.